Servus, es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gefilmt habe. Ich war jetzt anderthalb Tage nicht da. Und schaut mal, ich habe einen Boiler. Das ist echt geil. Gestern oder vorgestern haben wir den Teppich gelegt. So, die nächste Toilette hat einen Boiler. Super. Raum für vier Personen vorbereitet. Super. Die Küche und alles werde ich jetzt nicht anschauen. Ich werde hier weitergehen. So, jetzt guck mal, hier alles aufgeräumt, alles leer. Super, das sieht so gut aus. Ich denke mal, viel hat der Martin hier geholfen. Das ist übrigens der Martin, unser Lieblingsarbeiter. So, als nächstes kommt Raum Nummer 3 und 4. Das zeige ich euch auch mal kurz. Ich weiß selber noch nicht, wie es aussieht drinnen. Aber ich hoffe mal, auch hier, Boiler ist da. Es ist nur dunkel, keine Lampe. Zimmer vorbereitet. Sieht super aus. Alter, macht ja richtig Spaß, die Zimmertour gerade zu machen. Zimmer vorbereitet, sehr gut. So, das ist, wow, guckt euch das mal an. Zimmer vorbereitet. Boiler hängt. Boom! Das ist Power hier. Hier wurde gearbeitet. Und der ganze Raum hier ist sauber. Boah, ist das geil, ey. Das ist unglaublich faszinierend. Noch hier fehlt der Boiler. Dieses Zimmer war bis vor kurzem das Zimmer vom Brasilianer. Und hier ist alles aufgeräumt. Ich fasse es nicht. Das ist ja faszinierend. Wow, ist das cool. Wirklich. Die Treppen sind alle sauber. Das ist super. Wirklich. Also wer auch immer hier jetzt in diesen einen Tag gearbeitet hat, der hat echt viel geleistet. Ich denke mal, da hat jeder seinen Beitrag natürlich beigetragen. Aber es macht Spaß, das anzuschauen. Und da ich ja das Video vorher gemacht habe, vor 4 oder 5 Wochen, wie das hier alles aussah, kann ich nur sagen, freut euch darauf, wie der Unterschied sein wird. Und das baue ich alles in das Video auf. Aber jetzt muss ich erstmal hier ein paar Leuten noch ein bisschen helfen, weil es ist noch viel zu machen. Weil morgen kommen viele Leute und bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit zum Arbeiten. Okay. Ich war übrigens gestern Stand-Up-Paddling und das war echt cool. Habe jetzt Svenja nach Hause gefahren und morgen ist Montag und das heißt neue Woche. Bis dahin. Schauen wir mal, was sie da machen. Also, auf Wiedersehen.